Gefro, das wohl coolste Paket, was ich je bekommen habe. Ja, herzlich willkommen zu meiner Testreihe Helles öffnet oder wie auch immer, wie ich sie noch nennen werde, ich weiß es nicht. Ich zeige euch in diesem Video drei Videos über verschiedene Bestellpakete. Das ist meine Nummer 1, würde ich behaupten. Also es geht nicht nach einer Reihenfolge, die sind alle drei super cool. Aber das kann ich jedem nur empfehlen. Das ist ein Testpaket von Gefro. Da sind ganz viele tolle Sachen drin. Also Gefro als erstes, ja, die haben halt viele vegane Produkte, alles ohne Zusatzstoffe, halt wirklich von der noblen Sorte, eine sehr gute Qualität. Was gibt es denn hierbei? Ja, es gibt hier solche Sachen wie eine Soße, Inhaltsangaben sind auch super, Reismehl, Kartoffelstärke, gekörnte Brühe, pflanzlich, Speisewürze, Sojafett und. Also, dann gibt es hier noch so Dressing. Salatdressing. Wir haben schon eins geöffnet gehabt. Das war hier so ein Dressing Gartenkräuter. Das ist richtig lecker. Was ich am coolsten von allem fand, ist die Brühe. Wir haben halt alles getestet, erstmal bevor wir überhaupt ein Video gemacht haben. Ich hätte gerne ein Öffnungspaket-Video gemacht mit euch, aber ich war ein bisschen voreilig. Denn die Brühe, die schmeckt wirklich zu allem, was man so machen kann. Und die Qualität davon ist sehr gut halt. Es hat halt Pflanzenstoffe und es ist halt, wie gesagt, sehr lecker. Also ich finde es tausendmal besser, als wenn man sich bestimmte Produkte im Supermarkt kauft. Sollte man vielleicht lieber mal hier testen. Es gab auf jeden Fall noch eine Spaghetti-Soße, eine coole dazu. Spaghetti Bolognese, aber auf veganer Ebene. Meine Frau hat das mal für mich hier zubereitet gehabt. Das war super lecker. Dann gab es noch so eine Suppe, die man mit Milch machen konnte, glaube ich. Oder Wasser. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was das war. Aber meine Frau hat das auch bei der Arbeit mitgenommen. War auch super gut. Ich kann das nur empfehlen. Geht mal auf die Seite Gefro. Und dann gibt ihr einfach mal ein Testpaket. Ihr hättet gerne so ein Paket zum Testen. Werdet ihr bestimmt bekommen. Ja, ich bin euer Helles und ja, viel Spaß beim nächsten Paket. Da geht es ein bisschen mehr um die Gesundheit an sich. Werdet ihr dann ja sehen. Ne? Also bis demnächst. Und wenn ihr uns ein Paket zuschicken lassen wollt, schickt uns das zu. Hallo meine Freunde und ich habe wieder ein Paket. Hier ist es. Wir machen das mal direkt auf. Es ist von unserem riesengroßen, ich sag mal, Lieblingsmarke. Heinz. Hallo lieber Janis, wir freuen uns, dass du an Pflanz deine Tomaten teilnehmen willst. Wir hoffen, du hast viel Freude daran, zu sehen, wie deine Heinz-Tomatensamen zu deinem ganz persönlichen Heinz-Tomaten heranwachsen. Also, vergiss nicht, bla bla bla, Facebook, natürlich, selbstverständlich einen Daumen hoch. Ich habe versucht, an diese Samen zu kommen, das Projekt gab es im Internet. Hier sind so ein paar Samen drin. Hier. Und ich habe leider irgendwie auf der Internetseite keinen Erfolg gehabt. Ich habe mich jedes Mal wieder angemeldet und es kam dann immer, es geht nicht. Ich habe daraufhin dann einfach mal Heinz geschrieben. Die haben mir jetzt das Paket zurückgeschickt. Und ich habe sogar noch, ich weiß nicht, ob die anderen das auch bekommen haben. Ich habe hier noch einen Heinz Ketchup sogar noch dazu bekommen. Pflanzt eine Tomate. Ja, das ist ziemlich cool, dieses Projekt. Ich werde das natürlich ausprobieren. Ihr könnt mir dabei zuschauen. Sobald das Wetter besser wird, kaufe ich mir ein kleines Gewächshäuschen und dann machen wir das hier in meiner Küche. Ne? Ich bin Hennes, euer Koch und ich danke nochmal vielmals. Das wird eine gute Bewertung geben und ja, bis zum nächsten Paket. Euer Hennes. Hi, was geht? Ich bin's Hennes, der Chef und heute reden wir mal über Rauchen. Ein ganz anderes Thema, aber auch ein Kraftsport. Möchte ich die Raucher darauf hinweisen, Rauchen ist nicht gesundheitsförderlich für den Muskelaufbau oder sonstiges, auch wenn man sagt, das entspannt einen ordentlich. Es ist wirklich nicht gesund. Da will ich auch, glaube ich, mit niemandem hier in einen Konflikt geraten. Das wird auch jeder so unterschreiben, wie es ist. Rauchen ist schädlich. Vielleicht tut die eine oder andere Zigarette in bestimmten Situationen mal der Seele ein bisschen gut oder man entspannt vielleicht ein bisschen, aber auf lange Sicht würde ich Rauchen halt einfach mal sagen, ist der größte Quatsch der Welt.
aber du hast ein Problem mit Rauchen und willst aufhören zu rauchen, dann habe ich hier ein Paket. Das habe ich mir zukommen lassen. Das ist so ein Gratis-Ding. Das ist so ein Testpaket. Ja, rauchfrei. Das steht ganz groß drauf. Ich kann da den Link packe ich hier unten rein. Und jetzt packen wir mal das Paket zusammen aus und gucken mal, was hier drin ist. Es soll auf jeden Fall jemand unterstützen. Es ist ganz schön schwer, muss ich sagen. Also erstmal vielen Dank, dass ich das gratis bekommen habe. Man kann da einfach drauf gehen auf die Internetseite und sich das zukommen lassen. Ich glaube, die wollen einfach, dass jeder aufhört zu rauchen. Ja, das ist unser Paket. Ich habe mir hier mal ein Messer genommen. Ich schneide das mal ein bisschen ein hier. Ja, zur Seite legen. Dann machen wir es mal hier auf. So. Hier ist auf jeden Fall einiges drin. Rauchfrei. Das ist einfach nur so ein Tischflyer zum Hinstellen, glaube ich. Den kann man den dann so irgendwo hinstellen. Stellen wir wahrscheinlich jetzt in unsere Videos rein. So, hier steht's. Ich glaube, den Platz brauchen wir jetzt gerade. Aber hier. Beratungstelefon zur Rauchentwöhnung. Testen Sie Ihre Tabakabhängigkeit. Ja, wollen wir das gleich mal machen? Machen wir gleich zusammen. Ihre Motivation und Erfolgszuversicht. Ich bin überhaupt nicht motiviert, steht hier. Das habe ich nicht gesagt, steht hier. Ich glaube, das ist so ein Kontrollbuch. Ja, ich werde rauchfrei. Eine praktische Anleitung für Ihren Weg zum Raucherstopp. Sehr interessant. Also, ich will euch das jetzt nicht vorlesen. Aber hier sind Tipps und alles Mögliche drin. Oh, sogar Rezepte anscheinend. Angst vor Zusatzfunde. Ja, diese Zusatzfunde-Geschichte, ne? Ausreden für jeden Raucher. Dann der Kalender für die ersten 100 Tage. Boah, guckt euch das an. Das ist doch mal richtig cool jetzt hier. Die ersten 100 Tage. Ja, hier stehen dann die ganzen Sachen und immer wahrscheinlich so Abwechslung. Also es ist richtig cool, es ist auf jeden Fall umsonst der Kalender für die ersten 100 Tage. Finde ich sehr stark. Dann haben wir hier Beratungstelefon, der Relaxball. Ich glaube, das erinnert mich ein bisschen an Rocky. Kennt ihr ja, ne? Rocky. Habe ich letztens auch das erste Mal gesehen. Ah, da hat Rocky doch auch immer so einen Ball in der Hand. Aber ich glaube, der ist ein bisschen, ja, ein Relaxball. Ziemlich cool. Ich glaube, wenn man Stress hat, dann soll man den sich einfach nehmen und dann reingreifen. Ich weiß nicht. Man kann ihn auch auf den Boden werfen, der trumpft auf. Beratungstelefon wieder rauchfrei. Ich glaube, das sind so Pfefferminzbonbons. Ja, da hat man eine kleine Dose. Ich glaube, wenn man... Ich finde, das ist eher jetzt so, wenn ich eine geraucht habe, nehme ich so eins, damit mein Mund wieder frisch schmeckt. Aber ich glaube, es ist eher dafür da, dass man Ablenkung für den Mund hat. Ja, hier steht. Ich habe hier meinen Quiekeball. Ja, wie gesagt, das ganze Paket ist umsonst. Also man kann einfach hinschreiben und dann kriegt man dieses tolle Paket und den Relaxball. Den könnte ich echt gut brauchen, manchmal bin ich echt gestresst. Ich gebe den Link unten rein. Schreibt mal an, solange der Vorrat wahrscheinlich noch hält. Wenn ihr Raucher seid, hört mit uns auf. Rauchen ist scheiße, Mann. Rauchen bringt deinem Körper nichts. Mach lieber was Sinnvolles, Sport. Oder, weiß ich, spiel eine Runde Battlefield. Lenkt immer noch mehr ab, als eine zu rauchen. Wir machen den Test noch. Ja, der Tabakabhängigkeitstest. Unsere erste Frage. Wann nach dem Aufwachen rauchen Sie Ihre erste Zigarette? Innerhalb von 5 Minuten, 6 bis 30 Minuten, 31 bis 60 Minuten, nach 60 Minuten. Gar nichts, also da kann ich einen Strich machen. Also ich rauche eigentlich nie eine nach dem Aufstehen. Finden Sie schwierig an Orten, wo das Rauchen verboten ist, zum Beispiel Büchereien, Kinos, das Rauchen zu unterlassen? Nein, aber ja, Gangsterdrang, so, ne? Man will ja immer die verbotenen Dinge tun, ne? So, dann sind wir hier. Auf welche Zigarette würden Sie nicht verzichten wollen? Die erste am Morgen? Andere. Ich
würde nie auf die andere verzichten wollen. Komische Frage. Wie viele Zigaretten rauchen Sie allgemein am Tag? Nur die Nullpunkte, ich rauche vielleicht mal, wenn keine am Tag, aber ich glaube, den Test bestehe ich hier nicht. Rauchen Sie in den ersten Stunden nach dem Aufstehen mehr als am Rest des Tages? Nein, ich rauche gar nicht am Tag. Kommt es vor, dass Sie rauchen, wenn Sie krank sind? Und nein. Also ich habe null Punkte. Ich habe auf jeden Fall eine geringe Tabakabhängigkeit. Trotzdem bedanke ich mich nochmal extra für diesen Flyer, Beratungstelefon zur Rauchentwöhnung nochmal. Wer Unterstützung braucht, hier einfach mal googeln, rauchfrei Testpaket, und man kriegt sein gratis Produkt sofort.